Hi und willkommen zur dritten Folge von Mustafas Kindheit. Mal wieder mit dem Ersteller dieses Spiels, Pokespot. Hallo. Hallo und ja, ich habe offscreen ein bisschen gelevelt, aber jetzt auch nicht viel. Ich kann euch ja mal eben zeigen, auf welchem Level die jetzt gerade sind. Also so viel hat sich jetzt an sich nicht getan, aber Mustafa, Quinn und Lauren sind fast Level up. Elena ist auch fast Level up. Und schon wieder. Sie hat, ja schon wieder, und sie hat noch ein Level dazu gewonnen. Und ich habe jeden außer Elena einen Eisenhelm gekauft. Beziehungsweise Quinn hatte ja schon eigentlich eine sehr gute Rüstung. Und dann habe ich jeden noch, also Mustafa habe ich einen Eisenrüstung gegeben und Lauren und Elena habe ich jeweils einen Stahlteller gegeben. Sodass die halt mehr tanken in dem Sinne, weil wir wurden ja schon recht platt gemacht von der anderen Elena, also die zweite Botin. Sag's einfach so. Und sag's einfach so, wie es ist, du wurdest ja komplett zerstört. Ja, okay. Also ich will es jetzt nochmal versuchen und dann gehen wir rein. So, ich bin jetzt mitten im Kampf. Dann machen wir das hier alles. Yo, wahrscheinlich! Er haut dir erstmal einen schönen Skill raus und zieht mir erstmal 1000 Leben ab. Und Mustafa ist zu dumm zum Treffen. Soll ich für die neuen Zuschauer nochmal einen kleinen Check zu Elena geben? Können sie machen, also Elena ist krass, denn Lauren ist jetzt auch fast gewonshottet worden. Okay, Elena, kleiner Check. Sie hat 12.000 HP, sie hat 120 Stärke, 120 Agilität, 240 ATK, die physische Verteidigung ist bei 150, genauso wie die magische Verteidigung, die Dextilität ist bei 100, die Intelligenz ist bei 180 und die Ausweichrate liegt bei 10%. Sie hat 5000 SP und sie kann ja ein paar Attacken, sie kann sich heilen, sie kann nicht Level 1, Eis kann sie machen, sie kann nicht schwächen, sollte sie unter 50% der HP kommen. Und sie hat ihre Ulti-Attacke, sollte sie unter 10% der HP kommen. Und natürlich normal angreifen kann sie auch. Um sie zu verschonen, müsste man ein kleines Risiko eingehen und müsste sie tatsächlich um 30% der HP bringen. Das heißt, sie darf noch 3000 Leben haben, dann ist sie zum Verschonen bereit. Okay. Ich will jetzt nicht schon Omas Nurazimtee einsetzen. Das ist ja auch ein recht gutes Heil-Item, so ziemlich das Beste im kompletten Spiel. Aber es kostet halt eben auch verdammt viel. Nein, Lauren! Hast du kein Wiederbelebungszeug gekauft? Ja, doch, doch, habe ich. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Also mit Lauren mache ich an die 1000 und den Rest halt so im Durchschnitt. Ja. Oh, jetzt hat sie gerade dieses Schwächen eingesetzt. Dann ist sie jetzt noch welchem, wie viel auf 25? Ist sie schon runter, oder? Nee, warte. Auf 50. Auf 50. 50%. Ja. Das heißt, sie hat ungefähr noch 6000 Leben. Ihr seid stark, bitte tut mir einen Gefallen. Tut erneut das Richtige, kommt her und bitte verschont mich. Verschonen oder angreifen? Verschonen. Okay, sollst du sie übrigens angreifen, würde sie sofort sterben. Was? Warum? Weil sie 9999 Schaden nehmen würde. Lol. Ich wusste es nicht. Und auch noch. Ja?
Ich wusste es, danke, ich werde euch helfen. Kommt zum Schloss. Ja, da haben sie jetzt easy genatzt, ne, wollte ich jetzt mal sagen. Ja, wahrscheinlich hätten sie jetzt nicht die ganze Zeit hochgehalten wie beim letzten Mal. Durch das Feuer, welches neulich war, ist hier fast alles angebrannt. Oh, ist das eine Elfe oder eine Fee? Ja, das ist eine kleine Fee. Cool, ist das ein kleines Easter Egg gewesen oder sowas? Eigentlich nicht, das sollten wir erklären, warum das alles hier so kahl ist. Ja, aber weil die stand halt so abseits. Ja, und eigentlich sollte noch... eigentlich wartet dort noch ein kleiner Boss, aber der kommt dann erst etwas später im Spiel. Der hat auch an die 50.000 Leben. Also quasi verdammt Late-Game-Stuff. Okay. Was er sagt, hier ist ja auch an sich nichts mehr, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir... Wo man eigentlich in der Vollversion so da vielleicht noch eine Truhe verstecken könnte. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Mit vielleicht ein paar Tränken oder so. Da greifen die mich einfach an, hier. Was fällt denen denn ein? Du hast nicht vergessen, die sind immer noch vom Teufel quasi geschickt worden, um dich zu prüfen oder um dich zu töten, kann man sich aussuchen. 61 Leben hat mir diese Erdfrau an Schaden gemacht. Ja, und im letzten paar Parts von denen noch fast glatt gemacht. Und warum wurdest du platt gemacht? Weil du der Meinung warst, du brauchst keine gute Rüstung. Ja gut, hab ich gesagt. Ich soll zum Schloss, ne? Ja gut, das hast du vielleicht, aber... Sollte Elena jetzt nicht da in dem Schloss sein? Oder ist es jetzt die... linke Person hier. Das ist die Prinzessin. Hier. Hey ihr, unser Kampf war super. Ihr wollt sicher zu Sophia. Wer ist Sophia? Das ist die dritte Botin. Ja. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Wusste ich es doch. Also, um zu Sophia zu kommen, musst du 4 gute Taten verbracht haben. Es wird überliefert, dass du die 4 Gräber der vorherigen Könige verschönern musst. Ich weiß nur, dass Sophias Quelle ganz in der Nähe ist. Man munkelt ja, dass die Quelle hinter dem Schloss ist. Ihr könnt ja mal nachgucken. Ich habe euch die Zugbrücke heruntergefahren. Geht nach hinten und guckt mal nach. Okay. Dann schauen wir mal erst danach. Ist das hier die Zugbrücke? Ja, das ist quasi die kleine Brücke. LOL! Und die Leute lassen mich denn erst durch? Du kannst ja auch mal ansprechen. Wer ist das hier? Tut mir leid, ihr dürft hier noch nicht hin. Ich habe den Weg mit einer Barriere verschlossen aus Langeweile. Okay, trotzdem komme ich hier durch. Ich lasse euch erst durch, wenn das Grab bei Mustafas Haus verschönert worden wurde mit Blumen. Okay. Aber woher kriege ich diese Blumen? Die sind quasi... Du musst jetzt quasi zurück zu dem Haus von Mustafa gehen, quasi zurück zur ersten Map des Spiels. Und das hat man auch direkt von Anfang an tun können. Und dort sind, ja, in den Gegenden meistens 1 oder 2 Blumen und einen davon kannst du quasi einfach pflücken und damit dann halt einfach das Grab verschönern. Ja, aber wo? Und wie? Ich habe mal ab und zu mal ein paar Blumen angequatscht gehabt auch. Ich habe da nie was bekommen. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann wieder, wenn du da bist, oder? Okay, das würde ich auch sagen. Also, wir sehen uns gleich. So, da sind wir an der Stelle, wo die Blume war. Und zwar genau hier vorne. Die habe ich mir schon genommen. Und jetzt müssen wir halt noch das Grab suchen. Okay, da beim Grab, da gehst du jetzt einfach bei den Feldern, bei dem, was ganz rechts ist. Ah, ich habe es gefunden. Ja, dort einfach um weiter nach rechts. Da sollte es jetzt eigentlich sein. Ich finde, die Blumen, die ich gepflückt habe, würden sicher das Grab angenehmer gestalten. Ja. Ah, das ist ein Regenbogen. Ja.
cool. Okay, das ist ja cool gemacht direkt mit dem Regenbogen. Geil. Gehen wir direkt zum nächsten Grab? Ja, das nächste Grab ist ja in der Wüste, ne? Ja, das ist in der Wüste. Und zwar, da würde ich dir jetzt empfehlen, wenn am Eingang dann von der Wüste, du gehst quasi bei den Schild, bei den grünen Schild, gehst du dann einfach nach rechts die ganze Was Zeit. Was für ein grünes Schild? Einfach, geh einfach mal geradeaus. Ja, nach rechts. Siehst du es? Dann einfach die ganze Zeit nach rechts. Und dann ungefähr, ja. Und dann sagen wir einfach mal, am Ende gehst du dann halt einfach, sagen wir mal so, ja, 10 Schritte nach links, also 10 Schritte vorher vom Ende einfach aufhören und dann einfach mal nach oben gehen. Dort siehst du dann das Grab. Ja, das ist Grab, ja, habe ich gefunden. Ja, und von dem Grab aus, von diesen 4 Steinen, von den obersten her, gehst du nach oben und dort ist dann ein runder Kaktus. Ja, das ist ein Kaktus, ja. Und den sprichst du jetzt an, diesen runden Kaktus. Hab ich. Ach, der! Ja. Ah, okay. Hätte ich auch lange suchen können. Ah, da funkelt das nur. Ja. Das nächste war noch... Wo? Achso. Das nächste Grab, das beim Schloss. Ja, cutten wir wieder bis dahin. Achso, ja, dann würde ich sagen, ich cutte dann wieder und wir sehen uns dann dort. So, da sind wir beim Schloss. Ich habe mir auch schon gerade die Blumen geschnappt, die waren hier. Oh, da steht sogar noch, du erhältst 5 Blumen. Und ja, und dann müssen wir einfach nur nach hier gehen und... Hier ist dann auch schon das Grab. Und das funkelt auch so schön. Und jetzt müssen wir halt erstmal durch. Und gut, er geht zur Seite. Und... Okay, es ist das letzte, genau. Ich lasse euch erst durch, wenn das Grab, welches in der letzten Ebene der Kuhura-Gebirge verschollen ist, verschönert habt. Das ist doch das Gebirge, wo... die Mine und so ist, ne? Ja, das hast du dir gemerkt? Ja, man merkt ja halt schon, dass das halt so ein Gebirgsketten-Dings ist. Also nicht auch quasi hinter der Mine ist das ja. Wie hinter der Mine? Beim Eingang der Mine. Ach, da rechts weiter! Ja, wo die... Wache stand. Ach so, ich dachte jetzt hier das Gebiet hier, wo du nach Lauren kommst und so weiter. Nein, das doch nicht. Wo soll denn da ein Grab sein? Ich bitte dich. Und hier laufen jetzt auch überall Gegner rum. Okay. Gut zu wissen. Stimmt, da steht ja jetzt auch keiner mehr. Lol, wer ist denn da umgekippt? Und die Musik ist ganz schön leise hier. Pass auf, hier laufen viele von diesen Kobolden herum. LOL! Greift der mich an? Ja. Ist hier so laut. Sind die stark? Das sind halt die ganz normalen Fuchsbanditen und dann halt noch der andere. Ich bin bei so einem wild hervorlaufenden Kobold bin ich jetzt hier. Das ist ja ein ganz normaler Kobold und ich sag doch gleich nochmal, wie stark der ist. Einen Moment bitte. Der Kobold, der hat 1800 Leben und der Rest ist eigentlich ganz ausgeglichen. Okay, er zieht mir gar nichts ab. Und übrigens, Eis ist sehr effektiv gegen den. Oh, die geben aber ordentlich Erfahrung. Ja, hier lohnt sich definitiv. Ist das Kreuz da, dieses... Oh, sei jetzt nicht, das ist ein Boss. Nein, das ist kein Boss. Das fette Viech, was ich da nur mit den Füßen sehe. Das ist kein Boss. Okay. Denkst du wirklich, das wird ein Boss?
Ja, der sah halt so groß aus. Oh, Mal lol. ganz ehrlich. Hä? Das hättest du immer so machen können mit diesem. Das ist wirklich gut gemacht jetzt mit diesen frei umherlaufenden Gegnern. Das finde ich wirklich gut. Und hier, die verschwinden ja auch, wenn du sie besiegst. Und die kommen quasi erst nach einer Zeit wieder. Ey, darf ich dann bitte diesen Koboldkönig sprechen oder was auch immer das für ein Teil ist? Da bin ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, die Mobs zu besiegen, um halt noch ein bisschen Leveln zu gainen. Level zu gainen. Da gibt es auch übrigens hier verschiedene Kombinationen von denen. Zum Beispiel zweimal Kobold, Kobold-Fuchsbandit, nur Kobold und alles Mögliche. Ja, habe ich gerade. Also ich habe gerade hier so einen Fuchsbandit frei umherlaufen sehen und da war halt ein Kobold noch mit bei. Joa. Wo ist hier das Grab? Ah, das ist nur so ein Fuchsbandit. Und. Deshalb sollst du auch mal mit diesem komischen fetten Vieh dort sprechen, was da ist. Weil ich glaube, Ja, aber wie der soll ich denn könnte da irgendwie hinkommen? dort ein paar Wie Infos soll dazu ich denn da bringen. hinkommen? Du läufst halt einfach einmal um den Fluss herum. Ach so, von rechts auf. Ach so, okay, gut, ja, ich sehe es. Sie ist Lol, oh blind. Gott, sieht der hässlich aus. Das ist ja ein halber Ork. Ah, das ist noch so ein Das Goblin-Ding. ist auch ein Ork. Ich. Du sprichst Mustafa wie immer. Okay, also ich bin noch nicht da. Ich habe da noch so einen Mob gefunden, den ich gerne besiegen möchte. Will er denn eigentlich kämpfen, der Ork? Nein, der will nicht kämpfen. Oh, das finde ich gut. Das ist so ein Weil ich Fuchsbandit. mag den. Weil ich mag den Koboldkönig, weil der gibt immer so schöne, direkte Antworten. Okay, ich bin denn jetzt bei dem Kobold und bin gerade dabei, ihn anzusprechen. Also ich bin jetzt bei geht schon. Okay. Wer sagt denn bitte? Hallo? Wer sagt denn geht schon? Ach, verdammt, ja, stimmt. Tut mir wirklich leid, weil wir haben ja anscheinend irgendwie einen kompletten Dialog geskippt gehabt. Weil das ist ja hier auch ein Spielstand, den ich hatte. Und ja, da habe ich das Ganze natürlich schon mal getestet, habe ich vergessen, den Switch dafür auszumachen. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Entschuldigen Sie, aber wissen Sie zufällig, wo das Grab des alten Königs ist? Kobold König? Ja. Und jetzt halt immer Mustafa, das Ganze ist immer abwechselnd. Und könnten Sie uns auch sagen, wo es ist? Kann ich. Und würden Sie das für uns jetzt auch tun? Wir brauchen diese Info dringend. Das Grab haben wir woanders hingebracht. Mustafa? Erstens, wo ist das Grab genau? Und zweitens, warum habt ihr es getan? Koboldkönig, es stand im Weg. Vor unser Schlachtfeld. Wir kämpfen gegen die Untoten. Wenn ihr sie für uns besiegt, dann werden wir nochmal darüber reden. Mustafa, und wo sind die Untoten? Und wo sind die Untoten? In der Nähe der Meeresmonster. Und wo sind die Meeresmonster, Koboldkönig? Am Meer vom Drama. Fragt einen Seefahrer, ob er euch nach Drama bringt. Ach so. Aber eigentlich sollte man jetzt auch gar nicht nach Drama können, weil Drama ist die, ja, nächste Insel, die recht klein ist. Okay, dann würde ich jetzt erstmal sagen, dass ich wieder cutte und wir sehen uns dann bei dem Piraten-Dude wieder. Ja. So, da sind wir jetzt bei dem Kapitän und fahren direkt nach Jama. Lol. Ja, es ist ja auch so gemacht mit dem Stein. Warte, der redet ja. Hallo, willkommen auf Jama. Hier leben alle in Frieden. Seitdem die Untoten da sind, ist das aber anders. Ist Jetzt das aber kämpfen anders? die Kobolde von Karonis und die Meeresmonster von Jama gegen sie. Ihr könnt gerne helfen. Und wenn du jetzt übrigens nach links gehst, dort wo auch das Wasser ist, kommst du zum Turm der 100 Etagen. Oh, Und okay. der hat in diese. Der hat, aber da würde ich jetzt So, noch nehmt nicht euch in reingehen, Acht, in weil. diesem Turm erwarten euch 100 Gegner. Ihr könnt nur alle 10 Etagen aus dem Turm. Okay. Ich habe das jetzt einfach mal geskippt und ja. Nach oben muss ich, ne? Oh. Ja, nach oben musstest du. Hallo, man sieht recht quälten Menschen im Dorf. Ach, man sieht recht
quälten Menschen im Dorf. Ihr quält sicher hier, um gegen die Untoten zu quälen. Was? Oder quält. Hä? Was will der? Ich sehe es mal so vor, wie ich mir das vorgestellt habe. Man sieht recht quälten Menschen im Dorf. Ihr quält sicher hier, um gegen die Untoten zu quälen, richtig? Dann hat jetzt quasi einfach sämtliche Verben durch Quellen. Ich überlege mir, wo ich mit meiner Frau ein Feld anbaue. Oh. Ich warte, bis meine Männer von der Schlacht gegen die Untoten zurückkommen. Unser Bürgermeister würde dich sicher auch gerne in der Truppe haben. Oh Gott. Übrigens, was auch interessant ist, wenn man Elena der besiegt. Guten Tag, ihr vier. Kann ich euch helfen? Ja. Wir würden gerne euch helfen, die Untoten zu vertreiben. Wo sollen wir anfangen? Wenn das so ist, ich würde gerne den Weg öffnen. Ach so, in der Erde drin. Allgemein, der Drache sieht cool aus. Der Wasserdrache. Ja, übrigens hier ganz nette Info, so mal ganz kurz nebenbei gesagt. Die ganzen Leute sind nicht da, wenn du quasi Elena besiegt hast. Und da steht quasi nur ein Schild da, wo drauf steht, wir sind alle gegangen, die Untoten haben gewonnen, die Götter haben uns alle gerettet und bla 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 halt. Ich habe gerade die zweite Dinosaurier-Echse da angequatscht und die hat gesagt, mein Mann will unbedingt ein Reisfeld anbauen. Ist hier denn noch einer von denen da? Nee. Wollen wir hinunter? Wir können erst wieder hoch, wenn wir die Untot besiegt haben. Hinab. Ja, dann los. Ich kann hier nicht runter. Der will nicht. Warte einen Moment. Also ich will jetzt hier runter. Mach mal ganz kurz einen kleinen Cut. Okay, wir sehen uns gleich. Weil ich bitte dich, wenn du auch schon siehst. So, da sind wir wieder. Also das, was ihr jetzt kurz gehört habt, das habt ihr jetzt überhört, weil ich wollte gerade anfangen nochmal. Also ich wollte gerade wieder sagen, dass ich wieder da bin oder dass wir wieder da sind. Und der Pokéspot musste leider noch einen halbstündigen Satz noch aufsagen. So. Okay, jetzt können wir fortfahren. Ah, ich bin drinne. Oh, okay. Das sieht auch gut aus. LOL. Der sieht ja auch aus. Du siehst jetzt wahrscheinlich, wir sind hier quasi mitten im Erdkern, kann man sagen. Überall ist heiße Lava. Ich denke, die Meereslebewesen haben hier eine sehr gute Chance zu gewinnen. Dezent. Wie, da ist jetzt wirklich nur ein Gegner? Ja, in der nächsten Etage kommen dann noch mehr. Also ich hätte jetzt in der ersten Etage so 3-4 gemacht und in der dritten auch so um so viel. Nee, weil in der zweiten Etage dort sind eigentlich... Wie gesagt, du kannst dich nicht heilen, du hast niemanden, der dich heilt in den Dungeon. Naja, das ist doch die Herausforderung. Du hast doch Quinn, die dich heilt. Ja. Deshalb ja. Aber von der gehen halt auch irgendwann die SP zur Neige und du musst halt dann noch, ja, den Meister bekämpfen. Ey, die hat bei mir schon 2400 SP und hat jetzt schon so ein bisschen was verbraucht. Und die sind hier mit einem Crit und einem normalen Schuss von Lauren einfach ein Two-Shot. Okay. Bist du jetzt gleich schon im Untergeschoss 2? Ja, ich habe gerade beide Gegner besiegt. Beziehungsweise alle drei Gegner. Okay. Aber warte mal, ich merke gerade, da ist ein Item, oder? Nein. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt so irgendwie so ein altes Schwert, was da neben der Treppe lag. Natürlich. Okay, dann warte, jetzt zum Meister. Ich komme nicht runter. Ich nicht runterkomme. Nicht runter. Ich hoffe, wir müssen noch einen Cut machen. Naja, ihr habt's gerade gehört, ich nicht runterkomme und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder und gehen sofort wieder zur nächsten Etage. Oh, eine epische Musik.
Ich weiß gar nicht, welche Musik er spielt. Einen Moment, ich guck mal ganz kurz nach. Warte mal, wie kommt denn da durch? Warte, so. Wie soll ich denn da hinkommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung! Ich komm da nicht hin! Wie, was meinst du? Ich komm nicht hin! Wie, du kommst da nicht hin? Ja, die Treppe steht hier mittendrin und du kommst seitlich nicht vorbei. Cut. Kit Cut. Machen wir einen Cut. Adri. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und jetzt können wir hier auch durchlaufen und der steht jetzt zwar nicht ganz symmetrisch, dieser komische Untote hier. Und möchtest du ihn denn sprechen? Ja, hast du schon angesprochen? Ja. Wer seid ihr? Ihr kommt sicher von den Kobolden und den Meeresmonstern. Ich weiß es. Ich werde euch zu einem von uns machen. Was hat er mehr an Verteidigung? Physische oder magische? Soll ich wieder komplett einen Check zu ihm geben? Ja, mach mal. Der Meister der Untoten. Ein ziemlich starker Gegner. Er hat 8000 HP, 50 Stärke, 50 Agilität, 100 Angriff. Dann hat er 170 magische Verteidigung und 170 physische Verteidigung. Ausweichen kann er nicht, weil er dafür zu kernbehindert ist. Er hat 130 Intelligenz und 180 Dextilität. Außerdem hat er noch 8000 SP. Als Attacken kann er, ja, ganz normal angreifen. Da kann er Dunkelheit Level 1, Barriere, Paralyse Level 1, Wind Level 1, Einzelwaffen Level 1 und Haien Level 1. Der eine Angriff sah so aus, als würde er jeden angreifen, hat aber nur Lauren 38 Schaden gemacht. Ja, das ist ein normaler Angriff, der ist halt recht mickrig. Ach so. Kann es sein, dass ich den auch verstummen kann? Ja, den kannst du auch verstummen. Ah, okay. Ja. Das ist natürlich ziemlich stark. Ich glaube, du zerstörst den jetzt einfach komplett. Allerdings, keine Sorge, es gibt natürlich auch noch für alle von uns, die komplett suizidgefährdet sind, gibt's natürlich auch noch im Raum der Erinnerung, gibt's natürlich auch noch den Meister der Untoten X. Der daraufhin nämlich einen einfach komplett zerstört, weil der hat einfach... Alter, war ja, der easy. Was? Der ist schon jetzt schon tot? Ja. Lauren hat einfach mal gedacht, jo, ich krit ihn mal voll ins Herz, was er so oder so nicht hat. Und ja, ich hab ihn besiegt. Wir danken euch. Ihr habt die Untoten für uns besiegt. Unsere Männer sind da unten in der Hitze nicht zurechtgekommen. Und wo ist jetzt das Grab? Ja, das Grab, der hat doch gesagt, du sollst dann wieder zurückkommen, wenn man die Untoten besiegt hat. Ja, von der Kuhura-Ebene. Ach ja! Der Riesenkobold. Karonis, ne? Ja, Karonis. Und du wirst diesem Plot-Twist, der jetzt kommt, absolut nicht glauben. Plot-Twist? Ja, ein kleiner Plot-Twist. Will er jetzt doch kämpfen? Kämpfen will er natürlich nicht. Oder hat er es vergessen? Er hat, sagen wir es einfach mal so, es wird lustig. Ja, wenn du meinst. Ich spreche ihn dann übrigens mal wieder. Okay. So, machen wir einen kleinen Cut, bis wir dann wieder da. Ich bin gleich da. Also, es ist an sich jetzt nicht so schlimm. Aber die kleinen Gegner sind ja auch wieder da. Ja, habe ich gesehen. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. Ja, bei denen kann man auch gut trainieren. Ja, bei den zwei Goblins kriegst du 82 Erfahrung, das ist ordentlich. So, ich speichere jetzt erstmal davor ab. Und kannst sagen. Ich kann es fühlen. Ihr habt die Untoten besiegt. Ich bin stolz auf euch.
Nun denn, kommen wir zum Teil der Abmachung. Also, das Grab befindet sich in mir drin. Ich hab's gegessen. Was? Warum? Sag mir, wenn du wieder da bist, wenn Mustafa ja. Fertig. Es tut mir ja leid. Wenn ihr wollt, könnt ihr in mich rein. Es ist aber ziemlich eklig. Warum? Was? Warum? Also. Kann man sein Herz angreifen? Nein. Wir sagen aber Bescheid, wenn wir bereit sind. Sag jetzt nicht, die Blume ist da auch noch mit bei. Nein. So, geh jetzt. Sag einfach, sprechen dann einfach mal wieder an. Nicht, dann nehmen wir aus den Nichts mal Blumen her und platzieren sie. Hä? Wie geht's denn? Hä? Ihr könnt's zaubern. Lol. Ich will hier nochmal rein und dann kommt so ein komischer Sound. Du hast halt einfach wegteleportiert. Ach so, ich habe aber die Blumen jetzt da reingemacht. Aber warum hat er das gegessen? Das ist mal wieder was dann für den letzten Part, beziehungsweise für den Run, wo wir dann alle umbringen. Ist das dann gedacht dort? Kann, da werden schon wahrscheinlich unbeantwortete Fragen beantworten. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt ab nach Königshausen und wieder mal zu den netten kleinen. Ich habe gerade diesen Fuchsplaneten gesehen, der war mitten im Zaun drin, ne? I don't give a fuck. Ne. Aber, was hat denn dieser Gang nach unten gemacht? Welcher Gang nach unten? Da war halt noch so eine Treppe nach unten. Ja, warte, sag ich dir gleich. Weil man hätte tatsächlich nach unten gehen können, aber da kommt, ja, ein netter kleiner Satz. Wenn wir nicht tiefer müssen, dann gehen wir auch nicht tiefer. Ach so. Du sagst schon ein bisschen eklig drin aus, oder? Ja. Es geht. Deine Reaktion, der hat das Sei gegessen. Wie kommt man denn darauf, sowas zu essen? Lol, der in der Mitte stand einfach mal wieder da. Ja, ich würde dann sagen, wir machen am nächsten Part weiter, da... Nein, du sprichst jetzt wenigstens noch an. Nein, das machen wir im nächsten Part, da wir schon die halbe Stunde voll haben und ich gerne nicht weiter aufnehmen möchte, da ich es heute noch rendern werde und so weiter. Und ich würde sagen, wie gesagt, ich kann nicht mehr reden, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss. Sag tschüss. Ciao. Du bist ein Arschloch, du warst genau an der spannendsten Stelle auf. Naja, macht man doch so, oder nicht? Nein.